Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von NS19 More, dem Projekt mit mehr Maschinen, mehr Liebe zum Detail, mehr dir. Schön, dass du dabei bist und wir sind dabei, immer noch Raps zu ernten. Das hat sich auf jeden Fall schon mal in der ersten Fuhre gelohnt. Da gucken die zwei sich auch noch so lohnt. Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass wir die 4 Düngeschritte eingehalten haben, scheint sich auch als positiven Effekt abgezeichnet zu haben. Dann müssen wir noch ein paar Ballen verkaufen. Und dann geht es darum zu gucken, jetzt gleich auf dem Feld hier, was wir dann leeren, das, den Ölrettich an den Mann und an die Frau zu bringen oder an die Wurzel allen Übels, an die Pflanze. Und da bin ich ja mal gespannt. So. Ich würde gerne mal rausfinden, nämlich, wie das dann ist. Also, gut, mit der Fruchtfolge übers Jahr, ich weiß gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht wisst ihr das ja. Und zwar ist es so, dass diese Fruchtfolge aufs Jahr gerechnet ist oder auf die nachfolgenden Früchte. Weil wir können ja im Herbst anpflanzen, dann geht es über den Winter, bleibt in der Erde und sprießt dann im Frühjahr weiter. Und eigentlich müsste der Fruchtfolgerechner das ja mit berücksichtigen. Also, wenn der so eingestellt wäre, dass er jahresweise, also dass er denkt, ich mache einmal im Jahr Weizen, dann mache ich Raps und so weiter, was natürlich Quatsch ist, weil eine Fruchtfolge im Herbst ja auch mit Lupinen läuft, oder war das im Frühjahr? Nee, Herbst müsste es sein, ne? Und also von meinem biologischen Verständnis, das mag natürlich wacky sein, aber es ist ja so, dass diese Zwischenfrüchte man nimmt, nicht, also gemeinhin, glaube ich, denkt man, das macht man, macht eine andere Frucht dran, weil immer das Gleiche ist halt doof. Es geht aber, glaube ich, auch sogar wirklich auch aktiv, also passiv wäre das, ne? Passiv wäre, naja, man nimmt eine andere Frucht, weil der Boden soll sich dann erholen und so weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sogar eine Symbiose, dass du sagst, diese Zwischenfrucht bringt Mineralien, was weiß ich, in den Boden aktiv ein. Nicht nur nimmt sie das nicht raus, was vorher die Pflanze rausgenommen hat, sondern diese Zwischenfrucht bringt aktiv ein, was andere Pflanzen rausziehen. Dadurch also eine Symbiose. Keine Ahnung, jetzt mal, wenn du, wenn zum Beispiel Kalkmangel ist, ja, dann würde ich das die Hühnchenpflanze einpflanzen, weil die Hühnchen natürlich Eier legen, die Kalkschalen bleiben liegen und, ne, also so würde ich das machen. Ja, ja. Also das ist ja hier, ne? Da sieht man auch die Eierfrucht. Wo war jetzt noch gleich das Ding hier? Ich vergesse das immer. So. War auch da unten. Gut, genau. Raps lohnt auf jeden Fall ordentlich. Und dann können wir gleich mit dem Trecker hier mal schauen, dass wir... Wir haben ja die Sämaschine, wollten wir noch... Hatten wir schon oder wollten wir noch? Wir haben die größere Feder statt uns geholt, ne? Oder wie war das? Weil es war irgendwie so, dass ich bei diesem Riesenfeld jetzt doch nicht so den allergrößten Wunsch verspürt habe, das mit einer 2 Meter breiten Sämaschine zu machen. Was immerhin weniger ist, glaube ich. Wie war denn das? Im LS... Wie war denn das im LS13? War das noch weniger? Und dann warst du ja froh, wenn du von 2 Meter, oder war das 2,50 Meter auf 3 Meter, das kam dir schon viel vor. Ich frage mich übrigens gerade, während ich ja gerade so rüber philosophiere, was mit dem Spiel passiert ist, dass dieses Gefühl weg ist. Und ich glaube, und das prangere ich ja schon häufiger an, das liegt an den mehr Maschinen. Ich sage das hier immer wieder, da bin ich auch fester Überzeugung, weniger ist mehr in so einem Spiel hier. Und diese hunderten Maschinen, die immer als Argument gebracht werden, sind kein Argument. Ne? Neue Marke ist kein Argument. Deswegen bin ich mal gespannt. Was da an Innovationen in den LS10 dann reinkommt, oder 9, oder wie er dann heißen wird. 21, so blöd werden sie nicht sein, den so zu nennen. Das ist BWL erstes Semester sozusagen, oder hier Marketing. Obwohl es könnte natürlich sein, dass sie sich denken, naja, Landwirte sind vielleicht ein bisschen träge und verstehen das dann nicht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, nennen die dann 21. Das ist aber auch eine Botschaft von euch dann, liebe Landwirte draußen, das habe jetzt nicht ich gesagt.
Ja? Warten wir es mal ab. So, müssen wir außen rum. Erstmal Drescher abtanken. Das ist übrigens eine coole neue Funktion in Crossplay. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Fruchtumfahrung wird jetzt in Crossplay auch sehr, sehr ernst genommen. Und das bedeutet, wenn hier abgetankt werden muss und der Rüssel würde im Fruchtfleisch stehen, dann fährt er hier einmal zurück und raus. Und ihr könnt dann sehr außerordentlich bequem dann hier reinfahren zum Abtanken. Da hat sich also jemand Gedanken gemacht. Der Typ wäre sehr geschickt, mit auf der Straße stehen zu bleiben. Man kennt ihn. So, meiner Meinung nach müssten wir jetzt hier herum. So, und dann können wir hier mal wieder... Was? Achso, Arbeitsmodus aus. Kriegen wir die so hier runter? Ich weiß es gar nicht. Nee, machen wir mal lieber nach hinten. So. Und dann entladen. Ah, 6000, ne? Also, was ist denn hier der Güllekump so voll? Da müssen wir mal Gülle klauen. So. Ja, ich kann heute nicht weiter aufnehmen, ich muss gleich ein Voice-Over sprechen für ein Projekt. Habe ich gerade eben erfahren, aber das hier machen wir eben rund, damit wir dann... Ja, jetzt brauchen wir halt die Seemaschine, die ölrettig kann. Wir müssen ja gleich wieder gucken, welches Symbol das war. Lieber, der packe ich direkt die große dran in der Hoffnung, dass die das kann. Ich meine, hatte ich das nicht beim letzten Mal schon geguckt? Und dann begeistert festgestellt, die große kann das. Warum fährt denn dieser Trecker so langsam? Dieser Ballenladewagen ist doch jetzt nicht wirklich... Pff. Was ist denn da los? Meine Damen und Herren. Ja, dann wird der ein oder andere an den Empfangsgeräten sagen, gut, dass du auf die Zuschauerkommentare eingehst und andere werden wir sagen, nein, das war jetzt nicht so gut. Aber so ist das halt. Diejenigen, die sich aber gewünscht haben, ne, mit dem Abfahren, dass wir das mal sehen. Und dass die Telekom häufig grün ist. Ach nee, wir sind ja in Holland, ja richtig. Da ist es ja offenbar nicht magenta. Wie dem auch sei, Tanderadei. Alrighty. Aber wenn ihr den schönen Schleichweg, ja nicht, boah. Ist da mal, glaube ich, eine Abkürzung. Wäre es wahrscheinlich, wenn er geradeaus geht, durchgehen würde und hier oben auch an dem Wald, wenn man hier noch irgendwie durch den Wald fahren könnte, vielleicht, gegebenenfalls. Ich finde aber unseren Apfelbaumweg auch sehr schön. Das Einzige, was mir da fehlt, sind so Pfützen, weil es ist ja so ein Weg, wo man immer Wasser hin und her schleppt. Und so alten Wasserfässer, die man so auf dem Hof hat, was meistens so alte Güllefässer waren. Ja, ordentlich undicht. Miau. 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 Müssen wir übrigens unser... Wir haben das noch gar nicht... Ich wollte immer noch unser altes Güllefass mal irgendwann verkaufen. Ein Eisele. Warum ist eigentlich kein Eisele hier im Spiel? Als Marke gibt es die überhaupt noch? Ja, und dieser Ballensammelwagen, der war ja an sich eine gute Idee, aber ich glaube, ich werde mit dem keine Freunde. Woran das wohl liegen mag, ich weiß auch nicht. So. Wir schauen mal kurz. Garage. So, das ist die 6 Meter Variante der Maschine und das sieht mir nicht nach ölrettig aus. Das hier ist, glaube ich, ölrettig. Ja, da müssen wir mit der 3-Meter-Maschine arbeiten. Ist doch überhaupt kein Thema. Dann spielen wir eine Runde Strategema.
Na komm. So. Sehr gut. Genau, seht ihr, da unten haben wir sogar schon beim letzten Mal raus. Haben wir beim letzten Mal schon mal geguckt. Okay. Dann holen wir uns mal einen neuen Kurs. Und zwar, huch, hallo, Sekunde mal. Können Sie mal bitte von der Wand wegfahren? Den hier. Und den beginnen wir am ersten Wegpunkt. Gut, ja, und wie gesagt, es wäre sehr praktisch, wenn wir den Ölrettich mit dem Drillen des Seevorganges reindrillen können. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, ob unsere Karottenseemaschine eine Direktsaatmaschine war. Naja, finden wir auch noch raus. Okay. Gut, dann mal los. Und ich bin jedes Mal im falschen Modus drin hier. Was ist denn da los? So. Zack. Da fährt er raus. Ja, Federstadt, muss man ja sagen, hat uns schon immer gute Dienste geleistet. Was ist denn hier schon wieder los? Ah, der ist angehalten, weil er mit dem Trecker im Weg steht. Meine Güte, frei Bitch noch im Müll. So. Na gut. Ich glaube, idealerweise für solche Arbeiten hätte man ja Träger mit einem sehr kurzen Radstand, die trotzdem mega viel PS haben. Ja, das ist so Sache, die ich mir immer frage. Warum haben diese Riesenschlepper so einen riesen Radabstand? Heißt das Radstand? Also der Abstand von Vorder- zur Hinterachse. Weil das macht ja die Wendemanöver so schwierig, wenn man jetzt keinen Hase, Igel, Fuchs, wie heißt der Gang? Hundegang unter anderem hat. Keine Ahnung. Hundegang, so ein bescheuertes Wort, das gibt's doch gar nicht. Ich bin Landwirt schon seit 100 Jahren und ich weiß das besser. So. Hatte ich nicht eigentlich auch Wenden auf dem Feld eingestellt? Aus Gründen? Nee, Landwirt war es ja nicht. Ich bin Landwirtschaftssimulator-Profi. So. Na gut. Ja, würde ja sagen, läuft ganz gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Ölrettich wird reingefräst. Dann haben wir hier noch ein bisschen Raps zu ernten. Und dann sehen wir uns wieder, wenn, ich würde sagen, diese Felder soweit durch sind. Wobei ihr ja sehen wolltet, noch mit dem Verkaufen. Und dann natürlich Maschinenpflege und so weiter. Gut, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen hier in LS19 More. Lasst gerne ein Abo da. Tschüss.